Zum schnellen Handeln braucht es Defibrillatoren für Laien. Die sieht man zwar gelegentlich, wo sie tatsächlich hängen, ist aber nie einheitlich registriert. Die meisten öffentlich zugänglichen Defibrillatoren werden auf die Initiative von einzelnen Unternehmen aufgehängt, sowie in den Parkhäusern von Basel-Stadt. Der Dominik Neff ist sich sicher, auf diesem Weg einen Beitrag zu leisten, um mehr Leben zu retten, und hat damit das gleiche Anliegen wie der Arzt Egerhard Schöll. Wir haben erfahren, dass in den USA viel mehr Defibrillatoren im öffentlichen Raum installiert sind und durch das signifikant mehr Leben können gerettet werden. Das hat mich beeindruckt und wir denken, wir sind hier proaktiv als Parkhäuser und dienen hier bei uns den Beitrag leisten. Sind Sie okay? Öffnen Sie die Augen! In der Öffentlichkeit braucht es spontanes Handeln von Passanten, die bei einer bewusstlosen Person die Lage erkennen, den Notruf absetzen und die Wiederbelebung einleiten. Ich öffne die Jacke, entblöße den Brustkorb und in der Mitte des Brustkorbes fange ich an mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Effektiv bedeutet unter Umständen, dass Sie bei dem Eindrücken des Brustkorbes Rippenbrechen spüren oder hören sogar. Das soll Sie nicht beunruhigen, das ist normal. Sie müssen weiterhin die Kompression des Thorax oder des Brustkorbes durchführen, 5 cm tief, und sonst wird das Blut nicht vernünftig kreisen. Sie da hinten, können Sie bitte mal den AED holen? Ja. Der ist ja wahrscheinlich am Eingang. Ja. Die Chancen steigen enorm, wenn es mehr als einen Helfer gibt, der nicht wegschaut und sich auf die Suche nach dem Defibrillator macht. Die Herzdruckmassage sollte 100 bis 120 Stöße pro Minute betragen. Ruhe bewahren. Bewusstsein prüfen. Notruf veranlassen. Defi-Elektroden auf entblößte Patientenbrust kleben. Achtung, tu das schnell an. Bei einem Kammerflimmern kann das Herz nur während 10 Minuten defibrilliert werden. Mit jeder Minute, die verstreicht, sinkt die Überlebenschance also um 10%. Nachher ist der Herzmuskel auch mit Stromstößen nicht mehr zu reaktivieren. Aber noch früher ergibt sich ein anderes Problem. Wenn das Herz steht oder flimmert, habe ich keinen Kreislauf. Das bedeutet, dass das Blut tatsächlich nicht im Gehirn zirkulieren kann. Und das Gehirn wird einen solchen Durchblutungsstopp nur 3 Minuten aushalten. Danach ist es unwiederbringlich geschädigt. Die Herzdruckmassage sollte so selten wie möglich unterbrochen werden. Nicht berühren, Analyse. Alle 2 Minuten erfolgt aber eine Anweisung, den Patienten nicht zu berühren, um eine erneute Herzrhythmusanalyse und bei Bedarf einen weiteren Schock zu ermöglichen. Blinkende Schocktaste drücken. Achtung, Schock. Schock abgegeben. Mit Wiederbelebung beginnen. Im Blut von einem Erwachsenen bleibt Sauerstoff für etwa 10 Minuten gespeichert. Darum geht es für diese Zeit notfalls auch ohne künstliche Beatmung. Aber bis zum Eintreffen von der Sanität kann eine Herzdruckmassage sehr anstrengend werden. Die Ersthelfer können sich darum ablösen. Die einzige Chance, die Sie haben, wenn Sie einen plötzlichen Herztod erleiden, sind die Fremden in Ihrer Umgebung. Wenn die beherzt eingreifen, dann werden Sie das überstehen. Wenn nicht, oder wenn man vielleicht sogar wegguckt, nichts hört und auch nicht alarmiert, dann hat man keine Chance. Aus der Menge heraustreten und Initiativen zur ersten Hilfe zeigen, ist das eine. Aber die dringend nötigen Defibrillatoren sind das andere. Wie kommt ein Helfer schnellstmöglich zu einem Gerät? Beim Kanton Basel-Stadt will man private Geräte in der Alarmierungskette mit einbinden. Außerdem ist eine App in Vorbereitung, die man sich aufs Handy laden kann und die einen im Notfall mit der Rettungszentrale verbindet. Gesamte Kleidung vom Brustkorb des Patienten entfernen. Wenn so eine Meldung reinkommt, dass jemand am Boden liegt, bewusstlos ist, Hilfe braucht, und man dann eigentlich von der Rettungszentrale bei den Betreffenden, die können helfen können, auch gerade sagen kann, wo ist das nächste Gerät und wo, wer soll es holen und wer soll direkt zum Patienten gehen. Damit der Ersthelfer weiss, was in welcher Reihenfolge zu tun ist, dafür gibt es Kurs. Die Mitglieder vom Laufsportverein Basel lassen sich hier vom Kardiologen Ruprecht Lange auf den neuesten Stand bringen. Es gibt ja noch in alten Guidelines, vielleicht hat das noch jemand mitgebracht von seiner Führerscheinprüfung oder so, dass man den Puls tastet. Das ist auch nicht verboten, überhaupt nicht, den Puls zu tasten an der Schlagader, aber eigentlich
Sag mal, ist das so schwierig, vor allen Dingen in dem Stress, kalte Finger, der Puls ist vielleicht einfach nur schwach und wir haben dann das Gefühl, ah, ist da ein Puls oder nicht, dass so viel Zeit verloren geht, dass es eigentlich eher kontraproduktiv ist. Nach der Theorie geht es darum, dass jeder auch einmal den Handgriff von einer Reanimation übt. Wenn man es oft wiederholt, kann man sich besser erinnern, was die richtigen Schritte sind. So ein Kurs ist optimal, um eine Rettungsaktion zu simulieren, weil auch Fehler erlaubt sind. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Weiterdrücken! Vielen ist natürlich nicht mehr jeder Handgriff vertraut. Und einige Regeln ändern vor allem auch über die Jahre. Ich bin noch die Generation, die gelernt hat, Herzmassage darf man nicht ohne Ausbildung. Heute darf man das auch ohne Ausbildung. Und jetzt haben sie mal selbst üben. Auch wenn der Stress hier nur der ist, dass man vor anderen etwas zeigen muss. Es erinnert einen an die ernsthafte Realität, wo eben die klaren Gedanken Leben retten können. Das ist eine extrem stressige und belastende Situation. Man muss sich, oder ich muss mich versuchen, auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne da groß an das Schicksal, die Situation zu denken. Das wichtigste Ziel neben dem Auffrischen der Regeln ist aber für die meisten, die Bedeutung des schnellen Eingreifens in Erinnerung zu rufen. Man kann es einmal üben, man weiss wieder die Regeln und bekommt Sicherheit, dass man gescheiter helfen als nichts machen. Ein Kammerflimmern oder ein plötzlicher Herztod kündigt sich meistens vorher an. Herzstolpern oder Brustschmerz, Atemnot oder Schwindel sind Symptome von Herzproblemen. Wer damit zum Arzt geht, kann einen plötzlichen Herztod verhindern. Bei schwerer körperlicher Belastung tritt ein Kammerflimmern häufiger auf. Wer so etwas nicht gewohnt ist, sollte seine Fitness vorher untersuchen lassen oder die Belastung langsam steigern. Wenn ein Bewusstloser gefunden wird, schaut man nicht weg, sondern leistet erste Hilfe. Zuerst 144 wählen, dann mit Herzdruckmassage anfangen. Ein Defibrillator muss innerhalb 10 Minuten zum Einsatz kommen. Nicht jeder Notfall ist ein Herzstillstand und bedroht unser Leben. Allein zu sein in so einer Situation ist auch schlimm, wenn nur das Knie aufgeschlagen ist. Weil das Wichtigste in einer Notlage ist immer das beherzte Eingreifen von einem anderen Menschen, der die nötigen Handgriffe kennt.